So. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Ni no Kuni, Fluch der Weißen Königin, Remastered. Wir sind stehen geblieben, nachdem unsere Gruppe sich um eine Person erweitert hat, nämlich haben wir Esther jetzt im Team. Und wir wollen unbedingt unsere Prüfung abschließen, wenn ich das noch mit dem Kopf habe. Und deswegen machen wir das doch direkt. Ohne große Umschweife. Ich glaube, wir sind letztes Mal sind wir noch in den Süden gegangen, haben versucht, noch Materialien zu holen. Das machen wir beim anderen Mal weiter. Oder später. Je nachdem, wie weit wir heute kommen. Ja. Ja, wir hauen einfach hier mit Nocturne rein. Oh, gib mir das Leben, dankeschön. Sieht heute übrigens ein bisschen zerzaust aus. Ich bin eben durch den Regen gefahren. Es ist ein bisschen laut auf den Ohren. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen runterdrehen für mich. Aber warum habt ihr denn so Lust auf... Ah! Lust auf uns. Ich meine, die Gegner haben jetzt nicht so viel... so viel zu bieten und trotzdem rennen die uns hinterher, um einfach zu sterben. Der Tempel der Prüfung befindet sich am Ende dieser Schlucht. Vielleicht wäre das hier ein guter Ort, um zu rasten. Mann, bin ich froh, dass du den Vorschlag gemacht hast. Ich bin eine Waldfee. Mein Feenanzug ist nicht mal sanddicht. Wir machen schon Pause. Aber ich könnte noch meilenweit gehen. Wirklich? Bist du gar nicht müde? Es ist doch so heiß hier. Im Tempel der Prüfung erwartet dich weitaus schlimmere Dinge, Oliver. Mann, oh Mann. Die Prüfungen sind also ziemlich schwer, oder? Das sind sie. Deshalb braucht ihr etwas Ruhe. Ich werde Wache halten. Ihr werdet schlafen. Und bleibt nahe am Feuer. Nachts wird es sehr kalt in der Wüste. In Ordnung, Herr Rashid. Esther, why did you set out on this journey in the first place? Most people wouldn't dream of taking on someone like Shadar. Well, it's my mom. I have to save her. Your mother? Yeah. She died saving my life. But Mr. Drippy says there's a way to help her here in this world. So, you've come here to save your mother. Yeah, I guess. Wow. Huh? Doing all this for the sake of someone you love. I just think that's amazing. I wish I had as good a reason as you for making this journey. Oh, I'm sorry. I didn't mean I wish that... It's okay. But... Shadar is incredibly powerful. He breaks the hearts of anyone who defies him. So no one dares to resist. And they say no one can defeat him. I know that. But... I have to. You have to try. Right? I... Yeah. It's so strange. You don't look powerful in the least. But somehow, I just know you can beat him. I wonder why. Thanks.
Anyway, enough of that. It's late. Okay. Guten Morgen, Oliver. Hast du gut geschlafen? Nicht so richtig. Ich schätze, ich bin etwas aufgeregt wegen dieser Prüfungen. Oh weh. Dann hoffe ich, dass du nicht mittendrin einschläfst. Ich muss aber zugeben, dass ich auch nicht sehr gut geschlafen habe. Ich muss immerzu an dieses Mädchen denken. Ein anderes Ich. Es ist so seltsam. Sie ist gar nicht wie ich, aber es fühlt sich nicht so an, als wäre sie eine andere Person. Ja, so ist das. Ja, nur mal mit den Seelenverwandten, nicht? Anders, aber trotzdem gleich. Es ist tiefsinnig. Aber egal, machen wir nur eine Prüfung oder nicht? Ob Oliver auch einen Seelenverwandten hier hat? Oliver, Esther? Der Tempel der Prüfung befindet sich nördlich von hier. Wir können ihn quasi schon sehen. Die Prüfungen, die euch bevorstehen, werden unerbittlich sein. Aber ich habe Vertrauen in euch. Vielen Dank. Gehen wir, Oliver. Ich will dir beweisen, wie tapfer ich bin. Genau wie Myrtle. Die unschuldige Güte von dem Herzen der Tochter des großen Weisen innewohnt hat eine Geschichte magischen Begleiter freigeschaltet. Toll. Und ihr geheilt? Ja. Immerhin. Das ist fair. Bin ich mal gespannt, was hier für Prüfungen auf uns warten werden. Endlich, da ist der Tempel. Die Prüfungen warten. Holla, das ist ja mal ein beeindruckender Schuppen, was? Umgeben von mächtigen Mysterien. Hast du etwas Schlichtes von einer heiligen Oase erwartet, in der die mächtigen Weisen ausgebildet werden? Wurden sie hier auch ausgebildet, Herr Rashid? Natürlich. Jeder, der sich Weiser nennen will, muss die Prüfung meistern. Also muss auch Alice die Prüfung abgelegt haben. Oliver? Ein Kandidat, der ein Weiser werden will, muss ein reines Herz und umfassendes Wissen besitzen und sowohl Zauber als auch Vertraute beherrschen. Im Tempel werden all diese Eigenschaften geprüft und vertieft. Und wenn wir die Prüfung nicht bestehen, werden wir dann Shadar niemals besiegen können, oder? Exakt. Doch selbst die Gabe, die du durch das Bestehen der Prüfung erhältst, wird nicht ausreichen. Du musst viel stärker werden, um die dunklen Djinn zu besiegen. Okay. Dann sollten wir uns jetzt erstmal nur auf die Prüfung konzentrieren. Oder? Schritt für Schritt. Du bist bereit. Es ist an der Zeit, das Siegel zu brechen. Jenseits dieser Tür wartet der überragende Weise. Du musst die Tür selbst öffnen. Jawohl. So, this is the Supreme Sage, is it? Ahem. Your Honor, we have come to perform the trials. Not me. Huh? Idiots! Oh. I'm the Supreme Sage! Oh. That's just my stupid servant, Umbopa. Ich finde es immer noch klasse, wie stark einfach die Cuts zwischen Voice-Over und nicht mehr gevoice-overt ist. Wie? Reflex, wir haben den Falschen. Tempel der Prüfung, wo sich die Weisen beweisen. Ich glaube es nicht. Der überragende Weise ist ja bloß ein süßer kleiner Junge. Süß? Oh. Oh, es tut mir leid, euer Ehren. Ist mir egal. Ich bin süß und schlau und gut aussehend. Ich bin nur so bescheiden, dass ich es nicht mag, wenn die Leute darüber reden. Verstehe. Wie seid ihr überhaupt hier reingekommen? Niemand darf ohne meine Erlaubnis das Eingangstor öffnen. Es ist lang her, euer Ehren. Bist du das, Rashid? Verflixt noch eins. Wann bist du denn so alt geworden? Du bist ja ein Fossil. Und wie ich sehe, habt ihr euch kein bisschen verändert, Meister Salomon. Hattet ihr meinen Vater, als er jung war? Wie komisch.
Wie, Vater, du bist also... Ja, euer Ehren. Ich spreche im Namen meiner Tochter Esther. Ich vergebe ihre Ungezogenheit. Ha, das schert mich nicht. Was mich schert ist, dass du eine Tochter hast. Wie ist das denn passiert? Du warst doch immer so schüchtern und... linkisch. Nun gut. Glückwunsch. Aber was machst du eigentlich hier? Was willst du? Diese Kinder, Meister Salomon, Oliver und Esther. Ich möchte euch darum bitten, sie die Prüfung ablegen zu lassen. Wirklich? Wenn du sie empfiehlst, musst du davon auch überzeugt sein, dass sie ziemlich gut sind. Oder du bist auf deine alten Tage senil geworden. Ich sehe in beiden großes Potenzial, aber ihnen fehlt es an Macht. Anfänger, was? Und ihr wollt stärker werden? Warum? Zu. Ich muss Shaddaa besiegen. Was? Du? Shaddaa besiegen? Dir ist klar, was du da sagst, oder? Ja, euer Ehren. Und ich werde ihm helfen. Oliver hat mir geholfen und ich werde mich bei ihm revanchieren. Schön. Aber die Prüfungen sind schwer. Richtig schwer. Ich muss es wissen, denn ich habe sie selbst entworfen. Wir sind bereit, euer Ehren. Ha, ihr könntet es tatsächlich sein. Na gut. Ihr dürft die Prüfung ablegen. Danke, Meister Salomon. Wir werden alle Prüfungen bestehen. Sie werden schon sehen. Vielen Dank, euer Ehren. Dann werde ich mich verabschieden. Du gehst schon? Langweilig. Du solltest hier bleiben. Was ist los? Hast du Angst, Zeuge ihres Scheiterns zu werden? Er hat völlig recht, Mann. Nach allem, was wir für dich getan haben, ist es ja wohl das Mindeste, dass du hier bleibst und die beiden bei den Prüfungen unterstützt. Ich kann nicht. Ich habe Verpflichtungen. Ich werde nicht ewig ein Barbarenverkäufer bleiben. Ich muss mich darauf vorbereiten, wieder einen Pfad des Weisens zu beschreiten. Das ist nicht der wahre Grund, oder, Vater? Wieso willst du unbedingt nach Hause? Verstehst du denn nicht? Er will, dass wir die Prüfung ohne seine Hilfe bestehen. Wir müssen beweisen, dass wir es alleine schaffen können. Du hast recht. Gut, Oliver. Geben wir unser Bestes. Viel Glück mit den Vorbereitungen, Vater. Verkaufen nicht alle Barbaren. In Ordnung? Natürlich nicht, mein Kind. Wenn du die Prüfung bestanden hast, kannst du so viele Barbaren haben, wie du willst. Viel Glück. Na los, das ganze Quatsch ist langweilig. Fangen wir mit den Prüfungen an, okay? Frag den doofen Alten um Bupa, was ihr tun müsst. Aber als allererstes müssen wir mal ganz geschwind speichern. Ne, nur für den Fall der Fälle. Und Bupa wird euch die Prüfung erklären. Ihr werdet zuhören. Es gibt drei Prüfungen. Die erste ist die Prüfung des Scharfsinns. Die zweite ist die Prüfung der Freundschaft. Besteht diese Prüfung und es erwartet euch die dritte. Die Prüfung der Stärke. Sie ist die letzte. Doch zuerst müsst ihr die ersten zwei Prüfungen bestehen. Die ersten zwei Prüfungen befinden sich in den Räumen links und rechts von hier. Um mehr über die Prüfung zu erfahren, fragt ihr Aufpasser in den Prüfungsräumen. Viel Glück bei den Prüfungen. Okay, ja dann. Was kann schon passieren? Die Prüfung der Freundschaft. Wie ist das denn passiert? Warum sind wir denn jetzt hier getrennt? Seid gegrüßt, dies ist die Prüfung der Freundschaft. Diese Prüfung kann man nur zu zweit starten. Deswegen ist jeder Weise, der hier alleine herkommt, automatisch zum Scheitern verurteilt. Der Weg wird sich nur jenen öffnen, die einander vertrauen und gemeinsam voranschreiten. Stellt euch auf die glühenden Schalter, um zu beginnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh. Ah, ich bin falsch gelaufen. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das ist aber, ich glaube, gar nicht so schlimm. Ah, nein, ich bin abge... Okay. Na gut. Also man kann abschmieren. Ich wollte das auf jeden Fall testen. Ah.
Ha, genau rausgekriegt. Oh. So, gar kein Problem. Man lernt einfach die Hand-Augen-Koordination. Oh, hier sind... Oh. Es ist... Nee, oh Gott. Das können die doch nicht machen. Die können doch nicht einfach die Seiten tauschen. So viel zur Hand-Augen-Koordination. I guess. Mach das einfach ganz vernünftig, Stück für Stück. Ich... Okay. Stück für Stück, habe ich gesagt. Okay. Also hier, das ist echt gemein, wenn hier die Seiten tauschen. Gar kein Problem. Das musste man so in 3 Versuchen machen. Ausgezeichnet, ihr habt die Kraft des Bandes zwischen euch unter Beweis gestellt und die Prüfung der Freundschaft bestanden. Ich überreiche euch hiermit den Nachweis eures Erfolgs. Ein Freundschaftszeugnis. Haltet im Angesicht der Entbehrung, die euch erwarten, steht zusammen und stellt das Vertrauen ineinander über alle anderen. Ah, das werden wir. Vielen Dank. Immerhin kennen wir uns seit ganzen 2 Tagen. Wir sind die besten Freunde. Die Prüfung des Scharfsinns. Sei gegrüßt, dies ist die Prüfung des Scharfsinns. Die Lösung dieses Rätsels liegt in den Kräften der Wahrnehmung und der Reflexion. Zeigt mir die Weisheit, auf die eure Art so stolz ist, Kind der Menschen. Drahtzieher. Keine Ahnung. Schieb die erstmal alle irgendwie hin. Ja. Ich hätte gerne einen Hinweis. Der Drache sieht das Schwert des Kriegers. Oh, okay. Also der Drache sieht das Schwert des Kriegers. Also man kann man die drehen? Ah, nee. Der Drache okay. Des Kriegers, der dem Vogel sein Schild hinhält. Die Bestie währenddessen blickt zu ihrer Rechten und sieht ein leeres Feld. Okay. I got this. Also die Bestie sieht zu ihrer Rechten ein leeres Feld. Der Drache sieht das Schwert, der Vogel das Schild. Das war ja schon mal fast richtig. So, wird es jetzt noch kompliziert oder eher nicht so? Okay. Wahrscheinlich müssen wir einfach das Bild bauen.
So, das passt doch da schon mal ausgezeichnet hin. Das passt da sehr gut hin. Das passt dahin. Das sieht aus, als würde es hier hinpassen. Tja, nicht mal einen Hinweis gebraucht. Das war schon ein noch leichter. Aber was mache ich denn, wenn mir das Mana ausgeht? Okay. Ich glaube, da brauche ich nochmal wieder einen Hinweis. Der Vogel ist an Drachen und Mond geknüpft. Auf einem Stern sitzt er. Okay. Also der Drache sitzt auf einem Stern, der an einem... Der Vogel sitzt auf einem Stern, der neben einem Mond liegt. Da gibt's zwei. Aber es gibt nur einen, der neben einem Drachen liegen kann. Okay. Also. Ich kann ja schon mal den Anfang machen. Also. Der Vogel sitzt auf einem Stern, der neben Mond und Drache wohnt. Der Vogel ist an Drachen und Mond geknüpft. Auf einem Stern er sitzt. Die Beste bindet Krieger, Mond und Stern. Bessie bindet Krieger, Mond und Stern, doch ihr eigener Platz ist ungewiss. Okay. Bessie bindet Krieger, Mond und Stern. Auch gar kein Problem tatsächlich. Ausgezeichnet, ihr habt eure Weisheit bewiesen und die Prüfung des Scharfsinns bestanden. Ich überreiche euch hiermit den Nachweis eures Erfolgs. Endlich, ein Grundschulzeugnis. Haltet eure Augen und Ohren stets offen. Das Wissen, das ihr erlangt, wird euch gute Dienste leisten. Mit roher Gewalt kommt man nicht immer weiter. Oft ist das Wort mächtiger als die Tat. Ich verstehe. Vielen Dank. Ihr habt die ersten beiden Tests bestanden. Nicht schlecht. Wir wissen jetzt, dass ihr gute Freunde seid und kein Stroh im Kopf habt. Und wir wissen auch, dass meine Motivationskünste Wunder wirken. Schick. Hey, hat das nichts damit zu tun. Jedenfalls, Oliver, es ist Zeit. Die letzte Prüfung. Worum geht es, Meister Salomon? Ha, das weiß doch jeder. Es ist die Prüfung der Stärke, Hohlkopf. In dieser Prüfung müsst ihr eure Kampffertigkeiten unter Beweis stellen. Ihr könnt euch denken, was das heißt, oder? Ihr müsst gegen jemanden kämpfen. Was? Oh, ein ganz schlauer. Aber nicht gegen irgendjemanden. Ihr werdet eins auf die Mütze bekommen. Oh. Aber ich will nicht, dass ihr hier alles kaputt schlagt. Deswegen habe ich einen speziellen Austragungsort vorbereitet. Aber egal, ihr braucht sicher erstmal eine Pause, weil ihr so klein und schwach seid. Ihr findet mich hier, wenn ihr bereit seid. Ja, euer Ehren. So, wir speichern das Ganze. Und ich glaube, wir kriegen anschließend Zugriff auf das da, weil er hat ja offensichtlich das Emblem auf Bauch. Ja, wir sind gekommen, um die Prüfung der Stärke zu gewinnen. Wo findet die letzte Prüfung statt, Meister Salomon? An meinem supergeheimen Spezialort. Seht her! Door, up from the floor. Abracadabra.
Wow. Er hat eine Tür aus dem Nichts herbeigezaubert. Ihr müsst euch die Tür, um die Prüfung der Stärke ablegen zu können. Und zwar in meinem kleinen Salomon Stadion. Schick. Bist du bereit für die letzte Prüfung, Olli? Wir müssen es schaffen. Wir müssen einfach. Ich bin bereit. Komm schon. Wow. This is the final trial. This looks a bit flipping serious. Ah, jeepers. Oliver, look. Halli Kali. Das da unten konnte ich nicht mehr lesen, es war zu schnell weg. Okay, Halikali. Offensichtlich ein Feuermonster. Will ich einfach von hinten vermöbeln? Hey Olli, das Tier hier hat einen riesigen Panzer auf dem Rücken, ja? Ich glaube, du greifst es dir besser von vorne an. Ist mir aufgefallen. Oh! Danke, Genghis Khan. Dann nehmen wir mal Eiseskälte, weil Feuerball ist, glaube ich, Quatsch. Und das verteidigen wir wieder. Sicher ist sicher. Oh, da war ich zu langsam. Ah, oh, ah, au. Oh. Richtig böser Hit. Aber schlimm ist er jetzt auch nicht, ne? Wir haben es ja fast geschafft. Da wollte er nochmal, aber er kam nicht mehr dazu. Wow. Geist des Tempels. Oh, die tolle Rolle. Fantastisch. Du hast eine Seite über Halikali erhalten. Ein Traum wird wahr. Ihr habt die Prüfung der Stärke bestanden. Und das Stärkezeugnis. Wir haben es geschafft, Oliver. Wir haben es wirklich geschafft. Haha, das haben wir. Das war die letzte Prüfung. Ihr habt alle bestanden. Toll, ihr könnt gehen. Es gibt auch ein Geschenk zum erfolgreichen Abschluss. Hier. Oh, nice. Wir haben eine Brücke. Und Zauberbesen. Oh, cool. Neue Zauber. Vielen Dank, Meister Salomon. Schick. Sehen sogar recht nützlich aus. Natürlich sind sie das, Quatschkopf. Ich würde ja wohl kaum irgendwelchen Müll verschenken, oder? Jetzt aber Zeit für die Hauptattraktion. Mein Spezialgebiet. Vertraute. Ich werde euch die Geheimnisse der Kreaturenzähmung beibringen. Schick, jetzt können wir tatsächlich Monster tamen. Is this even Pokémon? Du bist ein bisschen nervig. Aber wenigstens volle Begeisterung. Okay, zuerst erzähle ich euch etwas übers Bezirzen. Was ist denn Bezirzen?
Das wollte ich ja gerade erklären, Blödian. Zuallererst braucht man ein besonderes Instrument dafür. Ein Instrument? Das heißt also... Ja, überlass das mir, Oliver. Ich sollte dir erst eins geben, bevor wir weitermachen. Bopa? Meister. Meister. Here, take this. It's called the Heart's Winning Harp. Wow, it's beautiful. Ja, sie ist auch schon sehr lange im Team. Es ist gut, dass sie endlich eine neue Harfe kriegt. Sie ist nicht nur schön, sondern auch nützlich. Du kannst darauf spielen, um Kreaturen zu zähmen und sie so zu deinen Vertrauten zu machen. Ist wahrscheinlich besser, als es euch zu zeigen, anstatt es mühselig zu erklären. Ihr seid immer ein bisschen langsam. Oh. Wählt euch euer Starter-Pokémon aus. Ich habe 13 wahre Kreaturen vorbereitet. Wählt die, die euch am besten gefällt. Ja, euer Ehren. Du kannst Kreaturen während eines Kampfes zähmen. Versuch es mal mit denen hier. Und schaut nicht so ängstlich rein. Das sind meine Haustiere, sie greifen euch nicht an. Feiglinge. Aber wie zähme ich sie? Nun, wenn du Kreaturen besiegst, sind sie ab und zu dermaßen beeindruckt, dass sie sich glatt in dich verknallen. Wenn das passiert, erscheinen eklige Herzchen über ihrem Kopf. So wie die da. Ach, das ist niedlich. Ach, egal. Wenn du Herzchen siehst, ist es an der Zeit, ein Ständchen zu spielen, um sie zu bezirzen. Wenn du das nicht vermasseln willst, vermasselst, wird die Kreatur zahm und gesellt sich zu dir, um dich als Vertrauten zu begleiten. Das klingt recht einfach. Es ist egal, wie die Kreatur besiegst, damit sie ganz gefühlslosig wird und einem anschmachtet. Aber nur zu nur du kannst sie zähmen, Esther. Also, wenn wir das wollen, dann, dass eine Kreatur sich uns anschließt, muss Esther die Melodie spielen. Das habe ich doch gerade gesagt, oder nicht? Schluss mit den blöden Fragen. Versuch das einfach. Ja, euer Ehren. Aber welches soll ich wählen? Warum müssen wir wählen, verdammt? Kannst du uns nicht alle geben, du alle Greizkragen? Wo liegt das Problem? Die Qual der Wahl, was? Schön, wenn du genug gestöhnt und vorher gemeckert habt, sagt mir einfach, welche Kreatur ihr vollkommen gratis haben wollt. Die ist mir ja fast ein bisschen hektisch. Das ist ein Wurzelmännchen. Hat zwar einen doofen Namen, aber der kann den Leuten noch mehr Angst einjagen als ich selber. Er kann ordentlich zuhauen und ein paar richtig fiese Tricks lernen. Du solltest auf jeden Fall eher die Kreatur nehmen als die beiden anderen. Die sind nämlich Müll. Vivi, diese niedliche Kreatur ist eine Kristallraune. Jawohl. Sie ist nicht sehr begabt, was normale Angriffe angeht, aber sie hat ein paar nette magische Angriffe drauf. Außerdem taugt sie als gute Heilerin. Du solltest sie auf jeden Fall eher die Kreatur nehmen, als die beiden anderen. Die sind nämlich Müll. Okay. Ist doof reinschauende Kerl, schimpft sich Trompetzer. Er hat eine gute Verteidigung, einen starken magischen Angriff und kann Feinde im Schlaf versetzen. Er ist ziemlich vielseitig, möchte ich meinen. Du solltest auf jeden Fall eher die Kreatur nehmen, als die beiden anderen. Die sind nämlich Müll. Ja, ich glaube, ich hätte hier die magischen Angreifer genommen. Diese niedliche Kreatur ist eine Kristallraune. Jo. Also, muss ich mit dir schnacken? Ja. Bereit, das schadet wohl nicht, wenn wir die Kreatur in einem Kampf zähmen, so wie du es gewohnt bist. Falls ihr es vergessen habt, das bedeutet, ihr müsst die Kreatur vermöbeln und dann muss sie Esther auf ihrer Harfe bezitzen. Und macht euch nicht in die Hose, ihr habt einen befohlen. Ich habe ihnen befohlen, euch nicht anzugreifen, damit ihr Schwächlinge euch nicht erschreckt und euch davon macht. Jetzt aufs Schlachtfeld. Also gut, Tochter des Rashid. Bist du bereit? Du bist die Einzige, die diese Harfe spielen kann. Probier sie am besten gleich aus. Gut, hör zu. Wir haben hier drei Kreaturen. Mach eine davon zu deinem Vertrauten. Du weißt, wie man eine Kreatur zähmt, oder? Als erstes musst du sie im Kampf besiegen. Die da sind Freunde von mir. Habt ihnen gesagt, sie sollen sich einfach nicht wehren, wenn du angreifst. Verpasst einen besten Freund der Trachtprügel.
hätte gern diese da. Wow. Hätten ruhig ein bisschen weniger HP haben können. Ist jetzt nicht so, dass Esther Unmengen an Schaden macht. Nice. Ah, da guck mal, da ist das Herz. Ha, schau. Schau sich das mal einer an. Sieht einfach wieder auf. Kreaturen tun das manchmal, wenn du sie fertig machst. Siehst du die doofen rosa Herzen über ihren Kopf? Das heißt, unsere Freundschaft hier ist, Freundchen hier ist zähmbar. Mit Esther so ein Herzchenviech in der Nähe, kann sie den Herzbefehl benutzen. Dann kann sie mit dem Liedchen bezitzen oder wieder in die Wildnis entlassen. Aber wenn du dich nicht so schnell entscheidest, läuft das Viech so oder so weg. Ich habe denen da gesagt, sie sollen nicht flüchten, weil ihr Anfänger seid und eh nichts taugt. Der Kristallraum ist gezähmt. Fantastisch. Yay. Und es gibt dafür sogar 60 Erfahrungspunkte. Wer bist du denn? Ich weiß was. Wir nehmen dich jetzt auch Rababs und tauschen das andere Rababs aus bei Zeiten. Da bist du mal sogar richtig geschrieben. Ist Rababs unser Supporter? Rababs. Wir haben es geschafft. Wir haben eine Kreatur gezähmt. Das war wohl nicht allzu schlecht fürs erste Mal. Wie gesagt, es ist egal, wer die Kreatur besiegt. Aber nur Esther kann die Melodie spielen, um sie zu zähmen. Wir müssen zusammenarbeiten. Ihr müsst zusammenarbeiten, wenn ihr mehr Vertraute haben wollt. Ist es für egoistische Dummköpfe wie euch sicher schwer, aber ihr müsst es versuchen. Ja, Meister Salomon. Toll, Esther, oder? Und ihr habt neben denen, die ihr im Kampf einsetzt, noch bis zu 3 weitere Vertraute dabei haben. Schick, aber was passiert, wenn wir übereifrig werden und mehr Vertraute zähmen, als wir unterbringen können? Dann müsst ihr mit einem kleinen Freund reden. Sieht mal darüber. Was für ein seltsames kleines Kerlchen. Ist er auch ein Vertrauter? Sei kein Dummkopf. Das ist ein Schlupfloch-Service-Berater. Er nimmt dir alle Vertrauten ab, die du gerade nicht brauchst, und kümmert sich im Schlupfloch um sie. Oh, das ist ja praktisch. Dann wirst du wohl ganz schön beschäftigt sein, was, Esther? Ich freue mich schon darauf. Ich bin schon gespannt, welche Kreaturen es da draußen gibt, die ich zähmen kann. Ihr findet Schlupflöcher in jeder Stadt, die ihr besucht, und selbst an einigen gefährlichen Orten. Ich glaube, ich habe auf unserer Reise schon ein paar gesehen. Moment, sieh nur. Dein Vertrauter ist bereit für die nächste Stufe der Evolution. Was? Meine Güte, muss ich dir auch das noch erklären? Ihr wisst ja gar nichts. Schön, ich werde es euch etwas über die Evolution beibringen. Aber ich brauche erstmal eine Pause, gut? Wenn ich das auch euch noch erklären soll, kriege ich einen Krampf in der Zunge. Hey, Salomon, hat er mehr zu erzählen? Okay, ja dann... Schön, Zeit, euch etwas über die Evolution beizubringen. Ist ziemlich langweilig. Also, gut, passt gut auf. Ich erkläre es nur einmal. Du siehst, dass dein Vertrauter bereit zur Evolution ist. Und dafür brauchst du das hier. Ein Sonnentropfen. Ist das eine Art Leckerei? Das ist nicht bloß eine simple Leckerei. Schwachkopf. Jetzt versuche es einfach, okay? Ich habe keine Lust mehr zu reden. Füttere deinen Wicht damit. Im Kreaturenkäfig? Okay, ich versuche es. Okay, Noctuin kann sich entwickeln von Wicht zu Wunderwicht. Oh, Wicht digitiert zu Wunderwicht. Die Anzahl verschiedener Tricks, die Noctuin im Kampf nutzen kann, steigt um 1. Super, sieht euch meinen Vertrauten an.
Das ist Evolution. Wenn ein Vertrauter groß genug geworden ist, kannst du ihm mit speziellen Leckereien füttern, damit er einen Wandel durchmacht. Evolution. Kapiert. Wenn Vertraute eine Evolution durchmachen, werden sie stärker, sie sehen anders aus und lernen besser Tricks. Sie können dann auch mehr Edelsteine verputzen, also kannst du ihnen noch mehr Tricks beibringen. Welche Leckerei du einem Vertrauten geben musst, um ihm eine Evolution auszulösen, hängt von seinem Zeichen ab. Da wärst du alleine nie drauf gekommen, was? Ach ja, und noch eine unschätzbare Weisheit, die du dir nicht verdient hast. Wenn Vertraute die Evolutionsleiter hochklettern, wird ihre Stufe auf 1 zurückgesetzt. Hättest du mir das mal vorher gesagt. Aber das heißt nicht, dass du wieder ganz von vorne anfangen musst. Wenn du sie hochstufst, werden sie viel stärker sein als vorher. Es ist deine Entscheidung, ob du deine Vertrauten eine Evolution durchmachen lässt oder nicht. Es gibt Idioten, die belassen es lieber dabei. Mir ist das egal. Sonst muss ich euch aber nichts mehr erklären, oder? Ihr wisst jetzt genug, richtig? Ja, Meister Salomon. Gut. Ich hasse es, das alles zu erklären. Wenn ihr die ganzen langweiligen Einzelheiten nochmal hören wollt, fragt einfach den langweiligen sprechenden Stein, den ihr mit euch rumschleppt. Habt ihr mal meinen Namen erwähnt? Oh. Es ist, wie seine Überragenheit sagt, ich kann seine Erklärung jederzeit detailgenau treu wiedergeben. Ihr müsst mich nur fragen. Langweilig. Du hast dich kein bisschen verändert. So, ihr wisst ja auf jeden Fall, wie alles funktioniert. Ihr könnt losziehen, hoffenweise Kreaturen zähmen und sie eine Evolution durchmachen lassen. Vielen herzlichen Dank, euer Ehren. Danke, eure Überragenheit. Gut, wohin nun? Rennen wir schnell zurück nach Alcoweit? Ich will nachsehen, wie es meinem Vater geht. Bin sicher. Wir können ihn dann auch nach größeren Weisen fragen. Auf Wiedersehen, Meister Salomon. Danke für alles. Ach, ist nicht der Rede wert. Im Ernst, halte die Klappe und verschwindet. So, auch eine Fee, ne? Genau wie der Märchenspross. Heilende Träne, heilende Träne, heilende Träne. Okay. Aber sie kriegt ja irgendwann bestimmt stärkere Zauber. Oh. Ich habe das nicht gelesen und... Oh, Riesensonnentropfen. Interesting. Machen wir so. Und tauschen dich wieder zurück. Wir haben auf jeden Fall irgendwas bekommen zum nochmal hochleveln. Das ist sehr freundlich. Und jetzt können wir anfangen, Monster zu jagen. Das ist cool. Jetzt kommt der Moment, wo das Spiel, glaube ich, nochmal richtig schön anzieht, was die Vielseitigkeit angeht. So, aber bevor wir nach Alcoweit zurückgehen, holen wir nochmal Items aus der vom Vulkan. Hier können wir nämlich die Quests abschließen. Was rumpelt und puppelt denn hier so, Olli? Ist das nicht dein Magen, oder? Meine Güte, sieh nur da drüben. Das ist gar nicht mal so gut. Verflucht, das ist übel. Nein, die Qualmhöhe bricht aus. Die Qualmhöhe? Ein Vulkan westlich von Alcoweit. Und zwar ein richtig großer Brocken. Ich bin ja kein Wissenschaftler. Aber ich denke, das ist der Grund dafür, dass die Gegend hier so warm ist. Oh, Entschuldigung. Aber die Qualmhöhe sollte nicht ausbrechen. Da steckt ein Riesenfels im Krater, um genau das zu verhindern. Oh je, denkst du, der hat sich irgendwie gelöst? Nach hunderten von Jahren? Nee, da muss jemand nachgeholfen haben. In den alten Geschichten steht nichts davon, dass er sich jemals gelöst hätte. Dann haben wir es also mit noch nie dagewesenen Katastrophe zu tun, oder nicht? Verflucht, Alcoweit könnte in Gefahr sein. Wir müssen zur Qualmhöhe.
Wir müssen den Fels wieder an seinen Platz bringen und verhindern, dass der Vulkan ausbricht. Das ist nicht dein Ernst, oder? Da oben ist es schweineheiß, Mann. Die Wüste hier ist saukalt im Vergleich. Von uns wird bloß ein Häuflein Asche übrig bleiben. Aber hast du nicht mich hergebracht, um diese Welt zu retten? Wir müssen los. Wir müssen Alko weit retten. Er hat recht. Wir haben die Prüfung bestanden, oder nicht? Wir können es schaffen. Oh, ihr kleinen Prachtkerle. Ihr treibt sogar der erwachsenen Fee die Tränen in die Augen. So weit habt ihr es gebracht. Na gut, ich bin dabei. Retten wir die Lage. Los, auf zur Qualmhöhe. Gehen wir. Muss mal ganz kurz, was macht denn eigentlich... Himmelsfegeln und andere bürstenartige Objekte? Okay. Ah, okay, die Brücke brauchen wir gleich, um über den Vulkan zu kommen. Da sind wir beim letzten Mal auch nicht weiter über diesen Lavafluss gekommen. Watch this. Ach, guck mal, der hat sogar mehr Ausdauer. Cool. Okay, das war irgendwie sehr viel Schaden, den ich einfach mit meinem Gesicht abgefangen habe. Glimmerstein, oh. Bambino. Ja, guck mal, wir machen schon ordentlich viel mehr Schaden. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt vielleicht für unsere Stickerhefte die Wahrscheinlichkeit erhöhen können, dass Monster sich uns anschließen wollen. Also vielleicht wollen wir dann gleich wirklich nochmal... was sind eigentlich unsere Quests? Wir gucken mal ganz kurz hier rein. Braucht man die Wurzel des Lebens, Reis und zartes Fleisch. Im östlichen Schimmersand. Okay, wir müssen hier nochmal hin, weil da hinten ist ja noch unsere Quest. Na guck mal, jetzt laufen die Gegner schon langsam weg von uns. Nicht alle offensichtlich. Na gut. Oh, warte. Esther. Der Funkenquark hier ist gezähmt. Den behalten wir wohl. Mir fällt kein Name mehr ein, deswegen bleiben wir bei Funky. So, wer bist du? Du bist ein Gelbkopf, was immer das ist. Hier war magischer Angriff.
Wir lassen das mal so. Nice. Doch nicht. So, hier irgendwo. Ah, da sehen wir ihn schon auf der Karte. Ah, der Fruchttiger da. Ja. Mit dem wollen wir kämpfen. Der Krefttiger. Okay. I guess. Oh Gott, der macht super viel Schaden. Kriegt sehr wenig. Okay, dann müssen wir einmal ganz flott weg. Er hat auf jeden Fall sehr viel Bock auf uns, tatsächlich. Ah, da guckt er an, wie viel Schaden der macht, ey. Wahnsinn. Okay. Heilende Träne ist wichtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also er hat richtig Bock auf Oliver. Ach, der war gebufft durch Kriegsschrei, deswegen hat er so viel Schaden gemacht. Und ist das Instant Death. Cool. Wir wurden getötet, weil Tröpfchen nicht aus dem Weg gegangen ist. Was ein Schwein. So, okay. Also ich glaube, wir hätten es schaffen können. Ich glaube, ich gehe nochmal ein bisschen leveln. Also ich glaube, wir hätten es schaffen können. Wir hatten halt nur sehr viel Pech. Und vielleicht ist auch unser Wicht ein bisschen schwach auf der Brust. Wir damit ein paar mehr Level vielleicht ein bisschen was hätten ausgleichen können. Aber halt, dass das Tröpfchen uns quasi in die Enge gedrängt hat und wir deswegen nicht rauskamen, das war schon sehr gemein. Mondmorchen.
Wir werden auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir in die Stadt zurückkommen. Ich weiß nämlich nicht mehr, was ich machen muss, um die Quest abzuschließen. Ich glaube, ich brauche irgendwas, was was wir aus dem Vulkan geholt haben. Vielleicht ich doch erst zum Vulkan, hol nochmal ein Item. Und dann machen wir die Quest fertig, also gehen wir dann zurück zur Stadt. So. Du bist auch so ein gelber Wicht. Und auch magisch stärker als physisch. Eigentlich bräuchten wir noch einen physischen Angreifer. Ich werde mir dann wahrscheinlich gleich in der Stadt einfach ablegen. Vielleicht nehmen wir uns einen Teaser mit. Oder so eine Barbane. Der hätte ich halt auch gern. Aber Barbane war uns nicht vergönnt. Schade. Feuerschleuder. Bereit zur Evolution, die Überreinige. Aber jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich brauche, um mir zu leveln. Also zu evolutionieren. Wäre cool, wenn man es irgendwie einfach kaufen könnte. Evolution zur höchsten Stufe. Wir brauchen halt Mondtropfen, nicht den Riesenmondtropfen. Also wir kommen da mit Sicherheit irgendwann bald ran, weil sonst hätte man uns das jetzt ja nicht gezeigt mit der Evolution. Ja, noch so ein Garstiger, den würde ich wohl mitnehmen. Nice! Und Genghis Khan ist auch bereits Evolution. Auch das noch. Oh, ich bin etwas vom Weg abgekommen. Aber theoretisch brauchen wir jedes Monster eh zweimal, weil wir es ja irgendwann einmal evolutionieren. Also, wir haben es ja eben beim Wicht gesehen, der kann sich an zwei Monster weiterentwickeln. Oh, so ein Skeleton. Spooky, spooky Skeleton. Vielleicht möchte der Dickschädel ja auch unser Team beitreten. Er sieht auch aus, als wäre er physisch gar nicht so schlecht.
Nicht so Bock gehabt, der Gute. Das Skelett hat auch schon Angst vor uns. Also, so weit ist das gekommen. Die Untoten rennen von uns weg. So, einen von euch beiden hätte ich gern. Einfach mitkommen. Not that lucky. Wir können es doch noch mal mit den Barbaren versuchen. Aber warum rennt... Und das rennt uns über 15 Kilometer hinterher. Und andere hauen ab, die weit stärker sind als er. Der olle Funken-Kier-Park hier. Easy. Lieber Barbane, möchtest du jetzt einfach unserem Team beitreten? Das wäre doch was. Wenn er guckt, er hält auch ordentlich was aus. Das ist genau das, was wir brauchen. Aber nein. Ugh. Kann er nur so Bock haben zu sterben? Aber es ist ein Free XP. Sollen wir mal nicht so doll meckern? Ist das immer noch Level 14? Das hier ist der Grund, warum ich den Feuergeist nicht mitgenommen habe, weil den gibt es hier halt einfach. Der läuft hier halt einfach so rum. Das Zweihorn ist, glaube ich, auch super defensiv. Also dann hätten wir zumindest irgendwas, was wir einfach reinwerfen können, wenn der Gegner irgendwelche Faxen macht. Ja, ne, dieser Geist, den hätten wir eben erwählen können, oder aber wir fangen ihn halt einfach hier. Das Butzemännchen. Nice. Doppel nice. Oh. Esther, würdest du bitte die Sonne einfangen? Ob sie einfach Sunny heißt? Wenn nicht, nennen wir sie so. Sunny ist ein schöner Name. Sonny. Sonny ist quasi Sunny. Das. Bist du sicher, dass du sie Sonny nennen möchtest? Ja. Cool.
ein Lichtlein. Nice. Oh, Entladung macht super viel Damage. Ich weiß, dass du bereit bist zur Evolution. Aber ich kann da ja nichts gegen tun. Oder nichts für tun. Nice. Sehr schön. Ach guck mal, hier ist gar nichts, was glitzert. Ich glaube, wir haben noch keinen Zugriff auf die... auf das respawnte... gerespawnte Zeug, was wir hätten finden können hier. Easy. Aber wir können es vielleicht, wir können ja hier gleich Brücke zaubern. Kriegen wir doch bestimmt jetzt hier das Item, was wir brauchen, und dann gehen wir zur Stadt zurück und so ein Stickerbögen hier irgendwas Tolles. Das ist der Plan. Ich glaube, der ist gut. War es das Auerblümchen? Und wie hat uns dieses Ding von hinten getroffen? Warum kann der Gegner die Oberhand? Ich bin auf ihn zugerannt. Nice. Oh, das nehmen wir auch mit. Alles mitnehmen, immer alles mitnehmen. Ja, wer weiß, wofür es gut ist. Lichtel ist süß. Ja, scharfe Samen. Das ist doch bestimmt etwas, was wir brauchen. Jetzt gehen wir erstmal zur Stadt. Bevor wir hier irgendwie noch Feuer fangen. Nice.
Wäre wirklich cool, wenn wir so langsam irgendwie schneller unterwegs wären. Ich hatte zwar einmal schneller laufen auf der Karte gekauft, aber irgendwie so wirklich durchschlagen tut das noch nicht. Ich habe gerade nur Mondcharaktere bei mit Oliver. So ein Quick-Travel dahin, wo man schon gewesen ist. Das ist immer so das eins der besten Feature, die man dann irgendwann haben kann. Einfach Quick-Travel. Überall hin. Vielleicht will der Tiger ja endlich mit. So einen physischen Angreifer, so einen zweiten neben dem Wichten. Das hätte ich schon gerne. Esther hat einfach Marschmusik gelernt. Lernen wir auch irgendwas einfach Level up? Ist das so? Bei Esther wahrscheinlich. So wie es ausschaut. Die lernt halt einfach was. Oliver kann nicht 20 aus lernen, der muss immer was gezeigt bekommen. Esther lernt einfach von sich aus. Sie hat einfach was Neues komponiert. Barbaren haben echt nicht so Bock, ne? Das ist sehr schade. Die fände ich sehr lustig, wenn sie dabei wären. Eine Gelbwurzel, drei großzügige Prisen scharfe Samen. Knoll. Wahrscheinlich fehlt uns der Knollkopf. Scheint so, dass uns dieser Knallkopf fehlt. Okay. Wir gucken trotzdem mal, ob wir uns jetzt irgendwas Neues für unsere Sticker kaufen können. Immer noch nicht. Hm.
Okay, wir haben eine neue Quest freigeschaltet, immerhin das. Ich kam irgendwie mit der Steuerung wieder nicht zurecht. Oh Lord. Wir gucken dabei auch nochmal, ob wir irgendwo die Evolutions-Items finden. Feststellen wir meine Brille, bla bla bla. Ein bahnbrechender Forschungsprojekt zu wirken, indem du bestimmte Kreaturen zähmst und sie mit. Okay. Spielst du von Kreaturen, die wie eine unreife Bananenstaude aussehen soll. Okay, er will eine Barbane sehen. Ich hätte sie gerne vorbeigebracht, aber sie wollte ja nicht. Wir schauen noch mal, ob wir hier bei unserer Eulenoma mehr Glück haben mit den Evolutionssteinen. Einfach nein. Auch einfach gar nichts. Verdächtig. Oh. Könnte ich denn diese Truhe nicht sehen? Wie dem auch sei, ich merke gerade, ich bin super müde. Ich habe etwas über eine Stunde durchgehalten. Wahnsinn. Ich werd alt. Oh mein Gott, bin ich alt. Hilft dir nichts? Geht ja so nicht weiter. Ich muss tatsächlich einfach speichern. Okay, gut. Es ist, wie es ist. Ich kann sich ändern. Ich wünsche euch einen schönen Resttag, ne? Und wir sehen uns an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao, ciao.